Ruft die Schweine und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Faktorium. Wir sind hier gerade am Pipelinen. So, bis wohin floatet denn? Wer von euch hat eigentlich seinen Wagen hier unten stehen lassen? Oh, ich. Kilian. Nimmst du den hoch? Jo, klar. Darf ich mir deinen Wagen ausleihen, Kilian? Jo. Da sind wir schon weit in unserer Beziehung, ne? Ja. Stromnetz 2, Andi, du kannst jetzt Umspannwerke bauen, habe ich für dich gemacht. Yay, jetzt bringen wir die. Schau nach, siehst du es. Versorgungsreichweite. Hast du keine Rohre mehr, Andi, dann übernehme ich. Ich habe noch 41 Rohre und Craft. Alter, Andi, hör bitte auf zu bauen, hör bitte sofort auf zu bauen. Warum? Hör auf, lass es. Ihr wisst schon, wenn ihr einmal einen Fehler habt, müsst ihr alles nochmal neu machen, ne? Ja, das ist Kieren. Ja, weil du so lahmarschig gebaut hast. Warum geht das bei dir so schnell? Hä? Diagonal laufen, du Napp. Kian, du hast viel zu weit gebaut. Ja, und? Aber trotzdem war es schneller als du. Hast du die alle per Hand gebaut? Halb. Das habe ich ja größtenteils gemacht. Nein, ich habe es größtenteils gemacht, weil mein Craft nicht hinterher kam. Stopp, lass mich raus. Nö. Ich baue mal einen so einen Durchgang ein, falls man mal an die Strommasten muss und dann ist es mega Oh, abfahrt. Scheiße. What? Ist eingesperrt. Eure, sagen wir es mal so, eure ja, Ölleitung wurde gerade unterbrochen. Oh, die sind sogar pink. Wie lang kann so ein Tunnel? Weiß ich, siehst du ja. Junge, behindert ist. Ja. Nicht so lang, ja doch, so lang. 10 Blöcke weit kann der. Ganz schön weit. Die unterirdischen Fließband. Hauptsache, Däumel fährt einmal mit dem Auto und ist auch komplett im Arsch. Ja, der hey, Kieran hat das Auto auch schon angedient. Wer schätzt das überhaupt einfach nee, überhaupt gar nicht? Nee, es war relativ heilig. Heilig. Heilig, ja, ja. Heilig, okay, heilig. Es kam relativ heilig da unten an, nee, aber dann hat er halt ein bisschen rumgefickt mit. So, was war denn mein Plastik? Mensch, Meier. Däumel, welcome to the age of Beton, bitch. The Age of Bethany. Ich habe über 500 Beton im Inventar. Im Inventory? Ja. Inventory Reloading. So. Ja, Plastic is still a thing. The fuck? Ach, Beton ist einfach Bodenbelag? Ja. What does it help? Du nee, läufst schneller. Man läuft schneller. Lol. Die ganze Basis wird betoniert. Wo ist das? Wo krieg ich den? Unten links. Ah, mach's aber nicht wahllos, mach wohl platziert. Nein, ich mach's einfach überall. Nein, das sieht scheiße, das kriegst du eh nicht. So viel hast du gar nicht. Mach erstmal hier. Natürlich! Anni hat tatsächlich. Wie viel Beton ich im Inventar habe? Das wird komplett automatisch produziert. Kann ich einfach überall hinklatschen, ne? Einfach überall hin. Und hinter halt, also quasi da, wo wir nicht dauernd langlaufen, so ein paar Wege machen, so ein paar Highways. Aber jetzt quasi hier im Produktionsding können wir einfach alles voll klatschen. Ja, so mache ich das gerade auch. Aber die 200 habe ich gerade verballert. Aber hier ist halt wichtig, so diesen Bereich, vor allem immer das Hin- und Herlaufen hier nervt. Ja, man ist halt schon so 50% schneller, würde ich sagen, oder? Keine Ahnung, wie viel Prozent man schneller ist, ist auf jeden Fall deutlich schneller. Oder ein Drittel, weiß nicht genau. Ist echt nice. So, was fehlt denn noch so? Es ist hapert immer noch an den Plastikteilen. Ja, Jungs, wir müssen jetzt. Ah, die Pipeline ist jetzt hier oben, jetzt muss man nur noch dahin führen irgendwie. Ja, müssen wir. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil hier oben hin gerade so, ist ja so eine Verengungsstelle. Aber guck mal hier. Könnte man vielleicht fast drüber. Das passt nicht, das passt nicht. Warte, ich teste mal. Ich stelle mal ein bisschen Tunnels her. Ah, die habe ich noch. Hab ich ein paar. Nee, das reicht nicht, das reicht nicht. Es würde hier reichen, wo das Fließband gerade ist. Warte. Das hilft uns. Wenn wir das Fließband wegnehmen würden. Können wir ein Stück hochschieben tatsächlich, ja. Also, ne? Vielleicht liebe Beton. Da muss, ich verstehe. Mach ich. Also, ich bereite es vor. Okay, gut, dann bring ich das Rohr schon mal hier hin. Warte, mach ich das mal so, dass es hier nicht im Weg steht. Warte, kannst du das bitte mal rechts dran vorbeiführen? Rechts? Ich wollte es extra links machen, damit es einfacher ist. Ich will hier unten links nämlich noch eine Betonmontagemaschine. Ach so, Andi, das wusste ich nicht. Verzeihung. Ja, jetzt weiß es. Bitte verzeih mir. Das ist jetzt generell dann sogar sexier, finde ich. Das muss. Hä? Das ist auch voll. Voll dumm. Oder? Achso, einen roten Greifarm als intelligent gibt's nicht, ne? Ich glaube nicht. Nope, gibt nur einen grünen.
Aber... I'm here to make the world smart again. Wenn wir können ja eigentlich Kupfer hier lang leiten. Hier müssen Batterien hin und da muss das Plastik hin, ne? Das heißt, hier rüber Plastikverteiler. Machst du gerade das mit dem Fließband? Ja, ja, ich arbeite dran. Achso, warte. Das kann schon mal... Das wird dann eh gerade ein bisschen stauen, damit das ja eh sowieso nicht so schnell geht. Auch kein Problem. Warte, ich muss nur kurz hier was anzeichnen. Zack, 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 zack. Das soll nämlich dann so sein. Und dann soll das... Das sieht auch viel schöner aus. Ja, das müsste klappen. So. Warte. Wenn es frei ist, kann man da durch. Ich verschwinde jede Sekunde. Wie viel Platz brauchst du hier? Reicht so? Ja, das reicht, das reicht. Hey, macht das Radar hier eigentlich noch was? Nee, das einzige Vorteil von den Radaren hier ist jetzt noch, dass es quasi die Karte aufdeckt und live Bewegungen überträgt. Von Aliens beispielsweise. So. Dann rennt mein Kupfer hier herunter, wo dieser dann hier hingeht. Boah, Alter. Das heißt, den kann ich wieder anschalten. Zack. So. Da muss ich hier nicht mehr unnötig hin. Jetzt muss ich nur wieder das hier in Gang kriegen. Aber das sollte auch nicht dem Problem sein. Und also wir da das Plastik hin. Das heißt... Scheiße. What's this sound? Kacke aus. Irgendwie so ein Teil, was nur was Bestimmtes durchlässt, gibt es nicht. Dann den Greifarm benutzen, ne? Ja, also es geht, ich weiß jetzt nicht, wie es anders geht. Es gibt bestimmt Wege. Und was kann eine intelligente Kiste? Die ist für so Roboter-Netzwerk, Logistiksysteme. Und was kann das Umspannwerk, weil ich das gerade sehe? Das hat einfach, das ist quasi so ein fetter Klotz und der hat eine mega große Reichweite, was Energieversorgung anbelangt. So. Das heißt, der versorgt ziemlich viele Geräte dann halt. Das heißt, was für eine Kiste ist die tollste? Stahlkiste. Dann stellen wir uns hier eine Stahlkiste hin. Die dann... Blau war schnell, ne? Ja. So, dann befüllt wird sie von ihmchen. Und ihmchen befüllen wir aus. Ist das Eisen oder stark? Oh, nicht gut. So, dann brauchen wir noch einen von denen. So, er snackt hier raus und er wird befüllt von einem Grün. Ja. Ich glaube, ich stelle langsam mal die Solarmodulproduktion ein. Warum? Weil hier oben alles voll ist. Ich platziere jetzt gerade nochmal 86 neue. Das ist einfach alles voll. Oh, 86. Achso, ich schaue mir jetzt mal auf der Karte an. Ja, da ist irgendwie nicht mehr viel, wo man... Na gut, man kann noch nach links zu diesem Kohlefeld. Ist dieses Kohlefeld echt schon angezapft? Ja, ne? Ja. Ja. Deswegen können wir da nicht mehr hin. Das ist halt einfach alles voll. Alles voll. Was waren das? Waren das die Plastikdinger? So, Kunststoffstange. Hä? Kann der rote nur in beide Richtungen? Was? Hä? Nee. Wieso entlädt der... Ach so. Das kann er das gar nicht. Doch. Warum? Was denn? Komm mal her.
Ich bin dann ziemlich weit weg, ich schilder mal kurz das Problem. Verstehst du dann? Er ist schwierig. Was ist denn? Ja, der rote Greifer. Der kann ja. Der nicht eigentlich aus einer Kiste direkt neben sich rausnehmen und dann zwei Nein. weit weglegen? Muss Nein, die Kiste muss zwei entfernt sein. Ah, so, sorry. Ist ja keine Story. Das geht nicht. Alter, das Auto, ich okay. muss zugeben, das Auto ist echt hilfreich, wenn man halt zu diesem Außenposten ja. hinreist. Ja, natürlich. Locker easy. Alter, ich fahr jedes Mal in diese Steine rein. Dann nimm dir die Schrotflinte und rotz die Steine weg. Okay. Also gut ist, man erkennt die Steine besser, wenn die jetzt halt so einen Lebensbalken haben. Das stimmt. Ein bisschen. So. Das Auto ist auch nur minimal beschädigt. Ja, reparier's bitte. Klar. Nicht, dass das hier jetzt irgendwie anfängt so, ich fahre mit dem Auto, aber ich repariere es hinterher nicht. Nennt sich Carsharing. Sharing is caring, my friend. So, wo kann ich jetzt hier noch irgendwas in Sachen Solarmodul? Oh, hier das Rohre. Ja. Ja, ich glaube, ich habe noch welche. Jetzt mir, weil ich kann gerade nichts craften, weil ich... Kiste. Wäre mega nett von dir, Kieran. Hab ich noch mehr? Also vor allem diese Untergrundrohre wären mega hilfreich. Ja, alles drin. Super, dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, und dann den intelligenten Greifer hier noch hin. Dem Batteries, need to be carried around. Wir werden angegriffen. Ist das ja, ein ist serious problem? Solange es ein gelbes Dreieck ist, ist alles okay. So naja, weißt du, wo ich das erkenne? Die Akkumulatoren britzeln. Ach so. Ich dachte, du wolltest aufs Dreieck hinaus. Nee. So. Ist ja das auch schön, ich gar nicht, dann sieht das auch so. Trippelwirscht. Dann verlegen wir mal ein bisschen was von Anis Beton. Der gefällt mir nämlich sehr. Ich habe jetzt auch, da sind jetzt zwei. Ja, aber es ist genau das passiert, was ich befürchtet habe. Es ist jetzt einfach über so random, über so Flecken. Nein, ich fülle da vorne einfach alles. Das ist eine langfristige, ein langfristiges Projekt da. Kannst du quasi auch wieder abreißen, Dorn. Eine flächendeckende Verlegung des Betons, könnte man was sagen. Ja, ich versuche ihn auch gerade schön zu machen, Dorn. Das ist doch, was du wolltest. Du musst halt nur die Löcher stopfen. Bringt es denn auch was unter den? Nö, ich mach's auch unter den. Also ich achte da jetzt nicht so extra drauf, sag ich mal. Ist aber eigentlich schon wünschenswert. Ja. Wenn da die Kolleginnen und Kollegen auch mal ein bisschen drauf achten würden. Wieso? Geht doch nicht. Geht doch nicht. So, Jungs, guckt euch bitte mal auf der Karte unser Solarfeld an. Kann ich hier keinen verlegen? Dude. It's over 9000. Auch nur leicht eskalativ. Das passiert, wenn man automatisch irgendwas herstellt. So, ich stelle mal jetzt die Produktion aus. Von was? Solarzellen? Ja. So. Ja. Nice. Ich finde den Beton einfach richtig hübsch. Also, weiß ich nicht. Es ist halt nicht wie Erde. Irgendwann sieht es halt, es räumt auf, aber es sieht halt irgendwann dann auch so ein bisschen trist aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber das gehört doch dazu. Macht es eigentlich noch ein bisschen besser in dem Spiel. Also, ich finde halt irgendwie die. So momentan ist es auch nicht wirklich hübsch. Es ist halt einfach alles zugekleistert mit Maschinen, überall ist kein Wald mehr. Es wird mehr Beton benötigt. Das ist nicht hübsch. Sei, das ist ja eine Sache. So. Ja, warum Norddeutsch bist du gerade eigentlich so rum? Weiß ich nicht. Doch. Oh. Du, gestern, ne? Ich bin den ganzen Was? Tag. Kennt ihr diesen Finn Kliman? Nein. Ist der selbsternannte Heimwerker King. Und den hat mir schon mehrfach jemand empfohlen, mir Videos von dem anzugucken. Und irgendwie gestern habe ich es gemacht. Hat Jasan dir den empfohlen wieder? Nee. Irgendwie, weiß nicht, der war auch nominiert. Aber irgendwie. Er sagte mir ja vorher nicht so viel. War das der im Bereich Gaming? Nein, das war Nerdy Timber. Man kann Beton übrigens nicht rückgängig machen, ne? Doch, kann man. Nein? Wie denn? Doch. Indem du Beton in die Hand nimmst. Macht ja auch Sinn, damit du den, ne? Weil sonst mega Abfuck.
Ja. Der Typ ist wirklich, also der macht jetzt ohne Scheiß alles. Sein meistgeklicktes Video ist eine Mauer bauen. Und es ist einfach witzig. Es ist ein, also, ich habe die Absicht, eine Mauer zu bauen. Es ist wirklich super lustig und es ist so eine Gartenmauer, so weiß ich nicht, 80 cm hoch, 4 Meter breit. Mega unspektakulär. Es ist so lustig. 4 Meter breite Mauer, oder meinst du nicht lang? Ja, breit, mit so wenn du davor stehst, ja, lang. Und Kieran hält es auf die alten guten Tugenden, bei ihm werden die Mauern direkt 4 Meter breit gebaut. Und dann, damit es auch ein Panzer abhalten kann. Ich will Beton verlegen. Nee. Das ist meine Leidenschaft. Meinst. Betonpumpen fahren. Warte mal, wir können die Betonproduktion noch ein bisschen anheizen, wenn du möchtest. Und dann tunt ihr einfach in einem anderen Video einen Rübenroder oder was macht er noch so? Baut ein Pickup, einen Streitwagen, dann baut er eine was? Eine Maschine, sag ich mal, also einen Hühner. Nein, also einen Hühnerstall baut er auch mal, oder dann noch. Zum Beispiel, ich verstehe nicht, warum ich hier keinen Beton verlegen kann. Ich glaube, in der Nähe vom Wasser geht das nicht immer. Das ist ja richtig kacke. Ich würde gerne so einen Hafen betonieren wie in Anno. Und zwar, die haben Hühner im Garten und dann baut er so ein Ding, wo die Eier verschenkt werden. Ich bin irgendwie gerade arbeitslos. Klingt doof, ist aber okay. So. Dann verschenkt er die Eier, macht so eine Anzeige. Also je nachdem, wie viele Eier dran sind, ist eine LED-Anzeige draußen, die anzeigt, so viele Eier sind verfügbar. Zu verschenken. Toll. Richtig witzig. Mega geil. Und er ist einfach, ich finde, ein mega witziger Typ. Hat der auch Klicks? Ja, not bad. Hat der auch Klicks? Der hat auch 150 Abonnenten oder so. 150.000. 150 Abonnenten? Ja, sorry. Sometimes I drop the language in between. Ja. Und er spricht auch so ein bisschen. Und dann leiht er sich einfach immer wieder von seinem Nachbarn so einen Gabelstapler und er hat einfach die geilsten Sprüche. Ja, stabil, ne? Stabil wie Griechenlands Wirtschaft, hä? Oder ist nicht ein Gabelstapler, das ist wie so ein Traktor, aber mit halt einer Forke vorne dran und aber eigentlich kein Traktor, sondern wie so ein Bagger oder so. Das ist so ein Radlader. Ja, ein Radlader, genau, eigentlich ist es ein Radlader, aber er hat da immer die Gabel vorne dran. Und dann, ey, die Kabine vom Weidmann, in der will ich begraben werden, ist so geil. Also das ist dieser Gabelstapler. Ich weiß nicht, ich feiere den Typen. Jungs, wir haben jetzt unten mehr oder weniger 360 Grad Laserturmabwehr. Wir haben hier unten bald mehr oder weniger 360 Grad Betondank an mir. Also hier reicht's. Ab jetzt können wir quasi hier oben weiter verlegen. Lass auch so mal ein bisschen produzieren. Ganz anders als alles, was ich irgendwie sonst so kenne. Und geil. Ganz anders. Ganz anders. Das ist halt irgendwie mega sympathisch auch. Tiefst in den Träumen hier davon, dass er auch mit seinen eigenen Händen mal irgendwas. Ey, also wirklich, also er ist auch sehr so, auch so Arbeitssicherheit und so 1-. Also, nein, so, das ist ganz schlimm bei ihm. Und er ist halt auch wirklich so, da geht oft was kaputt und so. Also die GoPro, er filmt alles mit der GoPro, fällt im Video ungefähr 50 Mal runter. So in jedem zweiten. Ja, genau so. Und dann ganz oft öfters geht mal die Linse kaputt. Aber gut, ich habe gestern halt alle Videos irgendwie geguckt, gefühlt. Da kann man mal fangirlen. Guck mal, Dominik, hier dein Auto. Hier haben wir dick am Binge-Watchen. Ja. Lief das halt war alles. So immer wenn ich. Wir müssten mal irgendwie unsere Einfahrt hier ein bisschen revolutionieren, weil immer wenn ich reinfahre, haue ich gegen irgendwas gegen, weil da so wenig Platz ist. Zu wenig Platz. Ne? Bau noch eine Mauer hier hin. Dann hast du quasi einen Puffer, warte. Ich habe eher daran gedacht, dass wir so einen Auswuchs machen. Ja, genau, dass wir einen Auswuchs für einen Parkplatz bauen sollen. Ja. Finde ich gut. Wo sind Mauern? Mega unnötig. Ich in meinem Inventar. Steinwand. Ich baue auch ein paar. Nicht genug Komponenten. Dann bauen wir hier das irgendwie so, vielleicht in der Art. Wo ist mein Tor hin? Ach, da ist das Tor. 1, 2, warte. Wie funktioniert das Tor bauen? Und was setzen? 1. Und dann? Ach, das sind Teile des Tors. Wie breit ist das maximale Breite, die du hier hattest? Nein, es geht unendlich breit. Du kannst relativ sogar eine Mauer nur aus Toren bauen. Let this be our Parkplatz. Also eine Mauer nur aus Toren ist zu empfehlen, wenn du im Auto ausparkst, weil dann öffnet sich einfach alles, sobald du in die Nähe gehst. Wollen wir nicht noch ein bisschen größer? Das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Oder, Don? Hä? Ist doch perfekt so fürs Auto, die Größe hier. Ja, okay. Ja, aber baut die gesamten dann die ganze Länge hier vielleicht wirklich aus Aus Tor? Ja.
Ja, dann gib mal, warte, lass mich die Mauern abreißen, weiter. Ich hab 23, ich baue jetzt 23 Tore. Okay. Ich mag es, wie wir unsere Base jetzt verschönern. Gefällt mir. Ich meine, wir droppen die Base halt nicht, sondern machen sie halt schöner. Jetzt hier reinsetzen oder einen breiter als das? Jetzt ist kackegal. Von mir aus machen. Ja. Hauste. Max, bitte. Aber halt schon so mit, ja, schön. Genau. Sorry, ich wusste nicht, welches Teil das ist. Warte. Genau, und danke, dass du es direkt so zubetonierst. Das gefällt mir. Oh, Jungs, was jetzt krass wäre hier. Park das Auto ein. Ich baue jetzt mal ein Umspannwerk. Wo ist es denn? Gibt es auch Fahrbahnmarkierungen? Nein. Hm. Wofür brauchst du jetzt ein Umspannwerk? Die Dinge sind mega teuer. Okay, ich baue doch kein Umspannwerk, ist mir zu teuer. Willst du mich verarschen? Natürlich gibt's, was du, Alter, natürlich gibt's Parkboxen. Wo? I show you. Junge, jetzt wird Punchline-Rap revolutioniert. Ich brauch Beton. Ja, nimm dir. Müsste noch was da sein. Also ich brauch Beton, um Beton abzureißen. Pass auf, bist du bereit? Ja. Wie breit ist so ein Auto? Schnell, Mann, das ist mega angenehm. So. Hä? Welcher Vollidiot? Hä? Was zur Hölle kann man mit Holzbohlen machen? Ich dachte, Holzbohlen kann man irgendwie verlegen. Nee, okay. Kann man nicht. Ja, dann wurde der Antrag halt gerade denied. Okay, Jan. Du hast außerhalb der Linie gemalt. Die dich unter erhängen. Ja, ich bin da eher so der Schnellmaler. Ja, also. Ah, hier, ich mach wieder mal deine Fuscherarbeiten weg. Hä, wo waren denn deine Fuscherarbeiten? Überall. Überall. Weil du generell unter der Mauer war unbebautes Betonland. Das ist aber schlecht. Das tut mir leid. Aber ich habe wirklich so seinen Slang angenommen. Er redet halt so. Angenommen? Ja, so. Er hat keine eigene Persönlichkeit, sondern seine Persönlichkeit setzt sich so aus den Sachen, aus den Medieninhalten zusammen, die er konsumiert. Aus diesen Medien, die so, ne, kennen Sie? Das ist Neuland zu. So, das war schon fertig markieren. Ja. Die Betonifizierung schreitet voran. Das war wirklich so. I like. Als nächstes beantrage ich die Betonisierung der Forschungsanlage. Wenn ihr noch mehr Montagemaschinen habt, können wir auch noch mehr Beton produzieren, ne? Just saying. Well, here I am. I'm a fucking Businessman. Dann setz sie hin. Wohin? Einfach hier links neben noch. Beat me like a early game. Jetzt mit drei in der Mitte Platz. Ja, weg. Nice. Ich hab auch Stapler. Warte mal. Lock me like a early. Was ist das denn? Das ist eine Lampe. Ich hab, Da versorgt mit Strom. Ich befülle die Dinger jetzt mal quasi manuell mit Zeug. Das geht schneller. Oh, ich habe hier schon eine Lampe kaputt gefahren, merke ich. Meinst du, Mäste? Beziehungsweise ist es angenehmer. Faul bist du. Wo hast du eine Lampe kaputt gefahren? Nee, weil sonst, du kannst sie gar nicht alle mit Eisenerz hier versorgen. So. Das geht gar nicht. Boah, baue ich das hier gerade mega nice. Was machst du denn? Ich mache hier schöne Lampen hin. Krass. So, ich glaube, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Am Folge der Ende. Und dann bleibt es nur zu sagen, gönn euch ein Abo oder lasst es bleiben bis zum... Ja, warte, packen wir schnell das Auto rum. Oh ja, warte, Kilian. Jo, good job. So, muss ich packen, ne? Also, wir haben übrigens hier noch Steine an unseren Steinen rumliegen. Oder lass es bleiben. Bis zum nächsten Mal.